Guten Morgen. Eigentlich wollten wir gestern schon fahren, aber jetzt fahren wir dafür richtig früh. Wir fahren ins Elbsandsteingebirge. Für mich vielleicht auch noch ein bisschen früh. Wir sind in Dresden. Dresden ist eigentlich ganz schön. Also sind jetzt mal so anderthalb Stunden irgendwie unterwegs gewesen. Doch, kann man machen, aber war mir gerade so ein bisschen zu überlaufen. Genauso wie ich mich zu so einer Zeit normalerweise eigentlich nicht in Berlin nicht irgendwie in die Stadt wage, so, weil überall halt Touris sind. So eine Leute wie ich jetzt in dem Moment. Wir sind jetzt in Krieschwitz oder irgendwie sowas in so einem Bauernsupermarkt. Ultra geile Sachen. Richtig cool. Die haben ja auch so Sachen, das gab es früher immer. Das hat zum Beispiel meine Mom immer gehabt, meine Oma immer gehabt. Katzenzungen. Fand ich damals übrigens fürchterlich eklig. Habe ich auch voll lange nicht mehr gesehen. Und hier hoffen wir jetzt, dass wir gleich einen Stellplatz bekommen für heute Abend. Für eine Nacht. Zieht euch bitte rein, wie wunderschön das ist. Alter Schwede. Die sanktioniert mich hier fliege. So, jetzt nochmal. Wartet, ich schalte nochmal um. Alter. Also, wir haben jetzt nicht den besten Stellplatz bekommen, aber wir haben noch einen auf diesem Campingplatz bekommen. Und ich muss euch nochmal, also wer das nicht vorhin schon gesehen hat, aber ich muss euch nochmal zeigen, wie das jetzt gerade aussieht, weil es ist wunderschön. Guck mal, da waren wir vorher und hier sind wir jetzt so in dem Bereich. Und sind wie gesagt nicht in der ersten Reihe unten, sondern eine Reihe weiter oben. Und für zwei Tage jetzt auch. Das wird richtig schön. Guckt mal, wo wir zu Hause sonst die Aufbewahrungskisten haben, hat Mutti das jetzt in klein und faltbar. Also das kann man so ineinander drücken. Also es gibt gerade übrigens Spaghetti mit einer Gemüsesuppe. Nämlich dieser hier. Und die ist richtig lecker. Und jetzt werde ich gleich ein bisschen Käse reiben. Welchen Käse möchtest du reiben? Was hast du da gegaunert? Komm her. Du kannst da reiben. Setz dich draußen an den Tisch hin. Gib dir noch einen Teller, wenn du möchtest. Na gut. Auf diese Reibe. Alles klar. Heutiger Job. Käse reiben. Direkt, also mit Blick zum Wasser zwischen zwei Profis. Käsereiben-Profi, würde ich sagen. Hat höchstens eine Viertelstunde gedauert. Und ein bisschen in die Finger geschnitten habe ich mich auch.